So, hallo zum nächsten Video. Wir haben beim letzten Mal uns um die Steuerung des Flugzeugs gekümmert. Da haben wir uns um den NIC-Vorgang, also das Pitch auf Englisch des Flugzeugs gekümmert. Ich kann es nochmal kurz zeigen. Lass mal das Ding mal starten. So, da ist es. Mit der I-Taste nicken wir nach vorne und der K-Taste nicken wir nach unten. So, jetzt habe ich im Video schon gesagt, ich werde noch die anderen Bewegungen auch noch implementieren. Das läuft im Prinzip identisch. Es gibt vielleicht ein paar andere Eingangsbedingungen, aber grundsätzlich mal ist es genau das gleiche wie beim Nicken. Das heißt, ich habe jetzt beim aktuellen Code auch das Gieren, also das Drehen, implementiert, so, und das Rollen habe ich implementiert. Die Mechanik ist, wie gesagt, genau die gleiche. Wer sich das im Detail anschauen will, kann das tun. Ich habe den Code nämlich jetzt in ein Code-Google-Projekt hochgeladen über ein Git-Repository. Den Link findet ihr, wenn ihr entweder nach code.google.com geht und dort nach Digital Aviation School sucht oder über die Projekt-Homepage unter der WordPress-Seite. Dort habe ich den Link auch hinterlegt. So, was machen wir jetzt? Wir werden jetzt uns um die Kamera kümmern. Wir können zwar jetzt über die Standardeinstellungen von JMonkey Engine die Kamera schon bewegen, aber ich möchte das etwas mehr in die eigene Hand bekommen. Und zwar öffnen wir damit jetzt dazu erstmal unser Keymapping und ergänzen jetzt mal unsere Mappings. Und zwar, ich möchte jetzt nicht nur die Plane Steering Keys, sondern die Cam Steering Keys haben. Und dort brauche ich natürlich auch Public Static Final String Move Cam Turn Right Folks zum Beispiel. Das heißt, das brauche ich jetzt Move Cam, also Move Cam Turn Right. So. Genau wie beim Flugzeug auch. Ich werde jedem Key-Event, also jedem Tastendruck-Event, einen Namen verpassen. Und mit Hilfe dieses Namens identifiziere ich dann, welche Aktivitäten ich denn durchführen möchte. Das mache ich jetzt hier bei der Kamera auch. Und bei der Kamera brauchen wir jetzt ein paar mehr. Wir wollen die Kamera steuern, erstmal in der Position und in der Ausrichtung. Das heißt, ich brauche Move Cam Turn Right, Turn Left und dann brauche ich noch das Nicken der Kamera, sodass ich den Winkel einstellen kann, den Höhenwinkel. Das habe ich dann auch Pitch genannt. Dann brauchen wir noch die Notwendigkeit, die Kamera im Raum zu bewegen mit Move Left, Move Right, Move Forward und Backward und dann noch in der Höhe Move Up, Move Down. Das Ganze habe ich schon mal vorbereitet. Da haben wir es. Da müsst ihr mir nicht einfach zugucken, wie ich die ganzen Sachen hier eingebe, sondern hier haben wir es jetzt alle. Turn right, left, pitch up, down, move up, down, left, right, forward und back. Auch mit einem eindeutigen Kürzel versehen. Und das waren die Schlüsseldefinitionen. Das Ganze müssen wir jetzt auch wieder in den Input Manager hineinpacken. Also Input Manager, Add Mapping. Das ganze Move Cam, was nehmen wir da? Erstmal Turn Right. Und der Trigger ist ein New Key Trigger Key Input. Und jetzt gehe ich auf die Pfeiltasten. Key, hoppla. Key, na, jetzt ist aber was los hier. Key und Right. So, das ist die Pfeiltaste nach rechts. Das Ganze jetzt noch einem Listener verpassen, also Input Manager Add Listener. Und das Ganze ist der Action Listener und der Mapping Name ist dann entsprechend diese Konstante. So, ja, und ihr ahnt es schon, auch hier habe ich was vorbereitet. Schauen wir mal, da haben wir es. Das hier nochmal. So, jetzt gehen wir es mal kurz durch. Also,
MoveCam. Also wir haben hier Turn Right über den Key Right, also Pfeiltaste nach rechts, Turn Left, Pfeiltaste links, Pitch Up, Key Up, das ist jetzt die Pfeiltaste nach oben, Pitch Down, Pfeiltaste nach unten. Dann haben wir Cam Move Up, also in der JMonkey Engine Welt in die Y-Richtung, nicht Blender-Welt, sondern JMonkey-Welt. Darauf werde ich aber in einem späteren Video nochmal genauer eingehen. Das machen wir mit der Taste E. Move Down mit der Taste D. Dann haben wir Left, ist die Taste A. Right, Taste S. Dann haben wir Forward mit W und Rückwärts mit X. Oder sollte man da besser... Ich glaube, dann nehmen wir besser Y. Ich glaube, das ist gescheiter. Machen wir Y hier. So, jetzt haben wir die Keys gemappt. Das ist jetzt wunderbar. Und jetzt brauchen wir eine Möglichkeit, das Ganze auch in die Kameraposition zu packen. Damit wir uns hier leichter tun, mache ich jetzt hier eine neue Java-Klasse. Die nenne ich jetzt MyCamWrapper. Hier möchte ich jetzt alle Elemente hinterlegen oder alle Funktionalitäten hinterlegen, die ich für die Kamerasteuerung brauche. Das Ganze werde ich jetzt erstmal nur für das Turn Right und Turn Left implementieren und in einem späteren Video werde ich dann noch die Bewegung kurz erklären im Raum und werde das Ganze dann noch etwas weiterführen in einer Kamera, die ich dann auf das Flugzeug montiere, aber für dieses Video soll uns das Turn jetzt erstmal reichen. Genau wie beim Flugzeug auch brauche ich jetzt Turn Right ist gleich False. Also meine lokalen Variablen, hoppla, die ich dann später in meiner OnAction-Methode dann umsetzen werde. Dann brauche ich meine Setter, public void set turn right ist gleich boolean value, wie beim Flieger auch wie gesagt, das do turn right ist gleich value und das Ganze machen wir für left genauso. Also hier left, left. So, jetzt haben wir die Getter und Setter. Dann als nächstes werden wir uns mal um die Kamera als solches kümmern. Wir brauchen eine Referenz auf die Kamera, die wir dann später aus der Main-Methode dann uns holen. Das heißt, ich mache mir jetzt hier ein private camera my cam. Das initialisieren wir erstmal auf null, holen uns das Ding dann aus der Bibliothek von JMonkey Engine und jetzt können wir unseren Konstruktor machen, das heißt public mycamWrapper und als Übergabeparameter holen wir uns eine Referenz auf die Kamera. Camera mycam und this mycam ist gleich mycam. So, jetzt habe ich eine Klasse geschaffen, die dafür zuständig ist, meine Kamera zu manipulieren. Jetzt habe ich gesagt, wir brauchen für unsere Kamerasteuerung im Wesentlichen die Position, die ich steuern möchte, und dann noch die Winkel im Raum. Die Kamera hat eine spezielle Ausrichtung und genau dafür werden wir uns jetzt ein paar Variablen erzeugen. Zum einen private float, das wird ein float array, cam angles nenne ich das Ding, ist gleich new float. Das sind die Achsen X, Y und Z, um die ich die Kamera drehen können möchte. Für eine Kameradrehung brauche ich jetzt noch ein weiteres Konstrukt, aber da werden wir später nochmal drauf eingehen, die Quaternions. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Dann brauchen wir noch private Vector 3F Cam Position und das ist gleich New Vector 3F.
f und das initialisieren wir jetzt mit 0f, 0f, 0f. Das ist jetzt die initiale Position meiner Kamera. So. Auf dieser Basis werden wir jetzt weiterarbeiten. Und als allererstes machen wir mal einen Setter für die Position, also public void set position, und das Ganze mache ich jetzt als Übergabeparameter Vektor 3f new cam position und ein float array für den Winkel, halt das a brauchen wir auch, new cam angles. So, das sind jetzt die Elemente, die ich brauche für die Steuerung. Warum ich das nicht über den Konstruktor mache, werden wir dann im nächsten Video sehen. Das ist der Hintergrund liegt in der Möglichkeit, die Kamera verschiedenartig zu steuern. Aber wie gesagt, das wird im nächsten Video etwas genauer erklärt. So, dann this cam position ist gleich new cam position. Wir übernehmen die Werte. This cam angle ist gleich new cam angles. Vielleicht sollten wir auch eine Mehrzahl machen, das sind ja auch mehrere Winkel. So, dann haben wir das. Und jetzt als nächstes werden wir uns die Methoden schreiben, die für die Rotation zuständig sind. Also machen wir jetzt hier folgendes. Public void rotate cam direction float delta, ne, delta cam angle. So, das Ganze ist jetzt für die Rotation, also die Links-Rechts-Drehung. Das heißt, wir wollen hier an der Stelle die Kamera mit diesem Delta-Winkel belegen und dann brauchen wir noch unseren altbekannten TPF, unsere Time per Frame. Für diese Situation haben wir, beziehungsweise damit bei verschiedenen Time per Frame sich die Kamera auch wirklich immer im gleichen, in der gleichen Geschwindigkeit bewegt. Die nächste Funktionalität könnte ich auch hier in die Main-Methode einbauen. Ich lasse es aber erstmal in dem Cam-Wrapper. Wenn wir das später noch woanders brauchen, dann können wir es dann nochmal rausnehmen. Aber inhaltlich passt jetzt hier am besten rein. Und zwar, wir wollen ja eine Rotation durchführen, ergo müssen wir die Winkel addieren. Wenn wir das tun, würden wir arbeiten hier in Radian, sprich von minus bis plus Pi dreht sich die Kamera. Das wäre von minus bis plus 180 Grad in normalen Gradeinheiten. Das heißt, wenn wir dies drehen, müssen wir diesen Wert ändern. Das heißt, wir müssen ihn erhöhen oder erniedrigen. Wenn wir ihn verringern, also keine Ahnung, wir sind jetzt gerade bei minus 90 Grad und wir drehen runter, 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 dann sind wir irgendwann bei minus 180 Grad. Und ab minus 181 Grad sollten wir wieder vorne bei plus 180 anfangen. Und genau das soll uns jetzt diese Zusatzmethode machen. Die kann ruhig statisch sein. Na, static void. Und dann nennen wir das Ding static, kann man es mal public machen, public static, nicht static public. So, und das taufen wir dann add angle. Und wohin wollen wir das hinzuaddieren? In ein float array, weil wir dort unsere Winkel halten. Das nennen wir dann angles. Wir brauchen einen Float-Wert, das ist mein Add oder Delta Value, und wir brauchen Int Pos, die Position, wo in dem Angles Array wir jetzt unseren Wert hinzuaddieren. So, dann machen wir das auch. Angles
von POS plus ist gleich Delta Value. Das ist die eigentliche Drehung. Und jetzt sagen wir, if, nehmen wir das mal in, hoppla, in Speicher rein. So. Genau. Wenn dieser Wert größer als FastMathP ist, dann ziehen wir FastMath2P ab. Also, das ist minus ist gleich FastMath und dann haben wir hier auch schon den richtigen Wert 2P. Das Ganze brauchen wir jetzt nochmal. Else, und zwar jetzt für kleiner und dann erhöhen wir den Wert. Und somit stellen wir sicher, dass wir nicht über die Plus oder Minus Pi hinausgehen. Gut, und nun wollen wir das Ding tatsächlich rotieren lassen. Also add angle, dann nennen wir das cam angles, das ist die, sind unsere Winkel. Der Wert ist unser Delta cam angle mal TPF für die gleichmäßige Bewegung. So, jetzt schauen wir nochmal. Jetzt haben wir hier einen kleinen Fehler. Ah ja, klar, wir müssen ihm noch sagen, an welcher Position wir drehen. Wir drehen um die Hochachse, sprich Y-Achse. Und dementsprechend gehen wir hier auf die Position Nummer 1. Und jetzt gehen wir in die Main-Methode, in die Main-Klasse. Hier sind wir. Und in OnAction erweitern wir jetzt unsere Funktionalität und sagen if name equals key mapping move cam turn right und turn left. Hier fange ich jetzt entsprechend meine Events ab, die für die Kamera zuständig sind. Das werden wir nachher noch ergänzen, um die Bewegung hin und her etc. Aber dem noch nicht genug. Wir müssen jetzt noch Folgendes tun. Wir brauchen private mycam wrapper. Mycam ist gleich null. Hier habe ich jetzt eine lokale Variable geschaffen und mit Hilfe dieser lokalen Variable werde ich jetzt meine Kamera dann entsprechend steuern können. So, dann brauchen wir noch eine Initialisierung. Public, nee, private void init cam. So, und hier sage ich this mycam ist gleich new mycam wrapper. Und cam. Cam ist die lokale Variable für die Kamera. Und jetzt kann ich sagen, this init cam. Jetzt habe ich die Kamera initialisiert. So, jetzt kann ich sagen, this my cam set turn right. Und zwar wie ist das Ding hier? Value, glaube ich. Ne, ist pressed. Ist pressed. Und wenn die Taste für die Turn links gedrückt wurde, dann muss ich natürlich left drücken. So, das heißt, ich habe die Action. Bei der Action, wenn Turn Right, also sprich meine rechte Pfeiltaste gedrückt wurde, dann wird Set Turn Right gemacht. Hier wird Do Turn, halt hier sind wir, Turn Right gesetzt. Und jetzt brauche ich noch irgendeine Funktionalität, die sich darum kümmert, dass zyklisch die Kamera wirklich neu positioniert wird. Und dieses Ding nennen wir jetzt Public Void Position Cam. Hier werden wir sämtliche Aktionen abfangen oder handeln, die sich um die Kamerabewegung kümmert.
Also, if this do turn left, müssen wir irgendwas tun. Und if this do turn right, müssen wir auch irgendwas tun. Hier kommt ein else rein. So. Also, was passiert, wenn ich mein Befehl habe oder wenn der Parameterwert für Turn Left auf 1 steht, dann muss ich meine Kamera drehen. Also this rotate cam direction mit irgendeinem Wert und das ist jetzt eine Art Geschwindigkeitswert und den lege ich jetzt wieder mit einem Parameter fest, mit einem konstanten Wert fest. Taufen wir das Ding mal, machen wir das hier oben, public static final float und das nennen wir jetzt keycam move, nee, nicht move, sondern turn speed und das legen wir jetzt auch mal auf 1f und schauen mal, ob der Wert uns passt. Das ist jetzt sozusagen die Bewegungsgeschwindigkeit für den Fall, dass ich eine Drehung der Kamera fordere und für die Turn Right machen wir das Ganze jetzt in die negative Richtung. So, und am Ende muss ich mich darum kümmern, dass die Kamera dann wirklich auch positioniert wird. Das heißt, hier muss ich jetzt sagen, this my cam set rotation. Und das Ganze mache ich jetzt die Rotation Cam Rotation. Halt, das habe ich vergessen, das wollte ich ja vorhin noch erwähnen. Uns fehlt noch die Quaternion. Das ist ein Element in der Programmierung für Drehungen im Raum. Wer sich die Dinge, also ich empfehle jeden, sich mit diesen Dingen mal etwas näher zu beschäftigen. Das ist in den JMonkey Engine Help Sites ganz, ganz witzig gemacht, in diesen Mathekursen. Hier nur so viel, wir brauchen dieses Ding, damit wir eine saubere Drehung durchführen können. Also private quaternion cam Rotation ist gleich New Quaternion. So, das Ganze muss ich mir auch importieren. So, und diese Cam Rotation, die brauchen wir jetzt hier. Set Cam Rotation, das ist mein Objekt, das die Drehung dann durchführt. Und das Ganze From Angles, halt. From Angles. Und hier sind die Cam Angles gemeint. Und dann für später brauchen wir dann auch gleich die Positionierung. My Cam Set Location und das ist dann die Cam Position. So, das heißt, wenn ich jetzt es schaffe, dieses Position Cam, mit einem M gefällt es mir besser, dieses Position Cam zyklisch aufrufen kann, dann kann ich auch damit rechnen, dass zyklisch diese Rotation durchgeführt wird und auch angepasst wird, je nachdem, welcher dieser beiden Werte jetzt gesetzt wird. Das heißt, wir gehen wieder in die Main-Methode und zwar in die Simple-Update-Methode. Das ist die Methode, die sämtlichen Update-Code macht und hier werden dann auch entsprechend die Positionierungen von allen anderen Elementen zyklisch durchgeführt. Und das allerletzte, was wir hier immer machen, ist this my cam, dann position cam mit dem TPF. So, eine Sache haben wir jetzt noch vergessen. Was wir noch machen müssen, ist das Ding initial positionieren. My cam, Punkt, set position. Hier sagen wir einen neuen Vektor, new Vektor 3f. Und setzen wir das Ding jetzt hin. X ist 0. Y ist 0, wobei x, das machen wir jetzt nicht 0, sondern machen wir mal 10. Und z ist 0f und die new cam angles ist new float mit den Werten 0f, 0f und 0f.
So, ja, dann schauen wir, ob das hinhaut, ob wir alles an alles gedacht haben. Lass das Ding mal laufen. So, wir sehen nichts, weil wir irgendwo in den Raum reingucken. Jetzt drehen wir mal die Kamera und da sehen wir, die Kamera dreht sich nach unseren Bewegungen der Pfeiltasten. Ja, so viel dazu. Ich werde den Code jetzt noch mit ein paar Kommentaren versehen und dann noch die Drehung um die Querachse machen, sprich das Nicken der Kamera werde ich einbauen und dann werde ich noch die Positionierung der Kamera einbauen. Das werde ich dann im nächsten Video dann noch mal kurz erklären, was ich da gemacht habe. Wie immer werde ich das, wie gesagt, mit sinnvollen Kommentaren versehen und dann das Ganze in Google Code hochladen, dass ihr den Code auch entsprechend habt und nachvollziehen könnt, wie der ganze Kram denn zusammenhängt. Ja, und bis dahin, wie immer, viel Spaß beim Nachbauen.